Hieronymus Bosch, das tausendjährige Reich. Grundzüge einer Auslegung von Wilhelm Fringer. Den Seelenkern der ganzen Tafel bildet das Fundament des Lebensbrunnens, eine Scheibe, in deren ausgehöhlter Mitte eine Eule sitzt. Fassen wir dieses Rund zunächst formal ins Auge, so ist festzustellen, dass es genau im Zentrum des Gesamten steht. Der Brunnen bildet die exakte Längsachse der Tafel, auf der auch die emporgehobene Segenshand des Schöpfers haftet. Die Querachse geht mitten durch die Scheibe und das Augenpaar des Eulenvogels. Derart zentral ins Ganze eingenietet, muss diese Rundform einen Sinn besitzen, der jedoch keinesfalls im rein formalen eines Konstruktionspunktes liegt. Denn keine Strebelinien des Bildgefüges im Sinne perspektivischer Verkürzung oder ornamentaler Ausrundung der Landschaftsformen sind auf dies Zentrum ausgerichtet. Ohne kompositorische Funktionsbedeutung auf sich selbst gestellt, erweist es sich als Mittelpunkt des Bildes. Terminologisch können wir den Sinn der Scheibe schärfer fassen, wenn wir ihr im genauen Kreuzungspunkt der Achsen, im übertragenen Sinn der Himmelsrichtungen, erstelltes Rund als Orbis definieren. Wie uns ein solcher Orbis auf den Außenflügeln im Zustand der Befruchtung gegenüberlag, wurde er hier als Symbolum des Paradieses im Zustand seiner Blüte aufgerichtet, wie er zukünftig auf der Mitteltafel im Zustand sommerlicher Reife in Erscheinung tritt. Dieser lateinische Begriff des Orbis ist desto besser angewandt, als er mit der Bedeutung Kreis und Scheibe nicht nur die Vorstellung des Erdenrundes, sondern zugleich den höheren Sinn des Reiches und des Menschengeschlechtes verbindet. Bedeutungen, die für ein Bild der Einsetzung des Gottesreiches und der Menschenschöpfung doppelt sinnvoll sind. Schließlich birgt sich in dem Begriffe Orbis noch ein Nebensinn, der uns den eigentlichen Zielpunkt dieser Scheibe deutlich fassbar macht. Den ausgehöhlten Mittelpunkt, aus dem die Augen einer Eule uns entgegenstarren. Bezeichnet Orbis doch zugleich die Augenhöhle und das Auge selbst. Gelang es uns durch solche Abwandlung des Wortes Orbis den inhaltlichen Umkreis dieser Scheibe abzustecken, so spitzt sich jetzt das Interesse auf die noch ungelöste Frage zu, was jene Augenhöhle zu bedeuten habe, die als so aufreizender Blickfang mitten in der Tafel sitzt, dass sie das Auge des Betrachters zwingt, immer erneut zu ihr zurückzustreben. Diese magnetische Anziehungskraft ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass jene Linse unserem eigenen Blick gleichsam als Gegenauge mit einer bannenden Pupille zu erwidern scheint. Kehrt aber unser Blick in dieser Mitte ein, so findet er dort nur ein Loch und eine Leere, worin ein philosophischer Kauz sein Wesen treibt. Ein Gespräch des Sokrates mit Alkibiades. Ich will dir sagen, was vermutlich diese Inschrift meint und uns empfehlen will, und kann sie durch kein anderes Beispiel erläutern als durch das des Sehens. Gesetzt, sie spräche zu unserem Auge, als sei es ein Mensch, so riete sie ihm damit an, auf einen Gegenstand zu blicken, in welchem es sich selbst erkennen kann. In einem Spiegel also und dergleichen. Findet sich nicht aber auch in dem Auge selbst, mit dem wir sehen, etwas Ähnliches? Hast du nicht bemerkt, dass wenn jemand einem anderen ins Auge blickt, sich sein eigenes Antlitz in dem Augenstern des Gegenübers wie in einem Spiegel zeigt, weshalb wir auch den Augenstern Pupille, das heißt Püppchen, nennen, weil es gleichsam ein Bildchen des in sie hineinblickenden wiedergibt? Wenn also ein Auge ein anderes anschaut und in dessen Edelstes hineinblickt, Kraft dessen dieses Auge eigentlich erst sieht, so kann es dann in ihm sich selbst erblicken? Ganz recht. Wenn nun aber die Seele sich selbst erkennen will, muss sie dann nicht in die Seele blicken, und zwar dorthin, wo deren Edelstes Vernunft und Weisheit seine Stätte hat? Dem Göttlichen gleicht dieser Teil der Seele. Wer also dorthin seine Blicke richtet und alles, was göttlicher Art ist, erkennen lernt, Gott und die Einsicht der Vernunft, dürfte damit zugleich sich selbst zutiefst erkennen. Es handelt sich um einen Konzentrationspunkt, wie er bei Meditationsübungen heute noch gebräuchlich ist. Was aber hat die Eule zu bedeuten, innerhalb der verschiedenartigen Zusammenhänge, worin sie immer wieder auf den Bildern Boschs erscheint,
ist die Eule ständige Insassin der Lebensbäume, die Meister Bosch so vielfach abgewandelt hat. So sitzt sie auf dem Maibaum, der den Mast des Narrenschiffes bildet, und schaut als Philosoph dem eitlen Treiben zu. Vom Lebensbaume des verlorenen Sohnes belfert sie zorngeplustert auf den Lotterkerl herab oder gibt ihrer Weltverachtung drastisch Ausdruck, indem sie von dem Erntebaum des Heuwagens herunterschmitzt. Gerade dieses letzte Beispiel, das die Eule in die Entscheidung zwischen Gut und Böse einbezieht, führt zur Erkenntnis ihrer tieferen Symbolbedeutung. Mit ihrem Blick, die Dunkelheit durchdringend, stellt sie das Wissen ums Verborgene und den Einblick in das Unsichtbare dar. In diesem Sinne ist es wurzelechter Platonismus, wenn Bosch den Konzentrationspunkt seiner Tafel in die allsehende und allgegenwärtige Pupille eines Gottesauges setzt, aus dem die Eule als Denkbild Sophia uns entgegenschaut. Mitten im Höllengrund steht, überhell belichtet, in seinen Umrissen scharfkantig und zerspellt, ein Ungeheuer. Auf Füßen, die in großen Kähnen stecken, erheben sich zwei Schenkel, die als zermorschte Baumstämme gezeichnet sind. Ein Übergangsgelenk, halb Knie, halb Ellenbogen, führt zur Schulter, von der sich uns als Rumpf des Höllengespenstes ein aufgeplatztes Riesenei entgegenwölbt. Durch seine leichenfarbene Schale ist dürres Astwerk beider Beinstrünke hindurchgedrungen. Über die Schulter wendet sich der Kopf zurück. Aus seinem fahlen und trübsinnigen Gesicht schweifen zwei Augen, die uns nicht begegnen, durch die Höllennacht. Als Kopfbedeckung trägt das Ungeheuer eine Scheibe, auf der ein rosa-roter Dudelsack von buhlerischen und vermummten Pärchen zeremoniell umwandelt wird. Verkleinert kehrt der gleiche Dudelsack auf einer Fahne wieder, die über dem zersprungenen Ei befestigt ist. Das Innere des Eies ist ein Nobiskrug, eine fantastische Schenke, worin, vom Feuerschein umflackert, an einem kahlen Tisch drei Gäste vor einer Kanne sitzen, indes die Höllenwirtin eine neue aus dem Fasse zapft. Ein Mann, der diesen Spuk schon satt bekam, lehnt an dem Rand der Schale und schaut hinunter auf das eisbedeckte Wasser, in dem die Schiffspedale des Gespenstes eingefroren stehen. Als Ganzes wäre dieses seltsame Gewächs am ehesten mit einer Ente zu vergleichen, die ihren schwerfällig hintüberhängenden, gedrungenen Rumpf auf ungeschickte, krumme Beine stützt. Bis heute blieb das Monstrum unerklärt, das, wie so viele unenträtselte Symbole unseres Malers, nur als Ausgeburt einer dämonischen Zwangsvorstellung betrachtet wurde. Es mochte dabei sein Bewenden haben, solange man auch an dem tiefgründigen Sinn des Lebensbrunnens verständnislos vorbeigegangen war. Seitdem wir aber dessen magische Funktion und spiritualistische Bedeutung nachgewiesen haben, wächst der Zentralfigur der Hölle zwangsläufig eine gleichwertige Bedeutung zu. Denn beide stehen als Bild und Gegenbild einander gegenüber, wie ihre Umwelten in folgerichtiger Antithetik voneinander abgehoben sind. Ein erster Gegensatz besteht darin, dass sich die Präsentation der Paradiesfiguren in reiner Vordersicht vollzieht, während wir das Phantom von hinten sehen. Dort offene Uransichten göttlicher Vollkommenheit, hier mannigfach verquere Sichten einer von ihrer Kehrseite gezeigten Welt. Dort blühende Entfaltung einer Pflanze, die ihre Wurzeln in der Lebensquelle tränkt, hier brüchige, verfallene und zermorschte Formen in Eis gefroren und in Nacht versenkt. Dort eine Konzentration auf Gottes Auge, hier wiederum ein Gegenblick, der jedoch, statt uns offen zu erfassen, zur Seite schleicht, als suche er, wie das zurückschweifende Auge des verlorenen Sohnes, weit hinter sich die Fährten seines sinnlos preisgegebenen Lebens nachzuspüren. Denkt man sich nun sein dürr und kahl gewordenes Astwerk als belaubt, das aufgesprungene und ausgelaufene Ei als noch geschlossen, dazu von nachgiebigen Zweigen rings umgrünt, die erst nach ihrer Ausdürrung die leer gelaufene Eischale durchbohren konnten,
So kommt man zu der Vorstellung, dass einst ein mächtiger und saftvoll grüner Baum ein riesiges Ei in seinem Schatten hegte. Ein Weltbaum, der das Weltei in sich birgt. Nur in den Kosmogonenmythen Indiens ist Vergleichbares zu finden. So jener Weltbaum aus dem Mahabharata, von dem der seefahrende Markandeya, der ewig junge Einsiedler, berichtet. Zu Ende des vorigen Weltjahrs und zu Beginn des jetzigen findet Markandeya nach langer Irrfahrt mitten im Meer den Baum des Gottes Naharayana, der seiner Namensetymologie zufolge in den Wassern seine Stätte hat. Es ist ein indischer Feigenbaum, auf dessen Zweigen der Allgott als ein kleines Knäblein liegt. Er fordert den Einsiedler dazu auf, in seinem Innern auszuruhen. Dieser steigt durch den Mund des Kindes ein, in dessen Bauche er die ganze Welt mit ihren Reichen und Städten, den heiligen Strömen und dem Meer, Indra und alle Götterscharen, Vertreter der vier Kasten, dazu Löwen, Tiger, Wildschweine, Schlangen und Elefanten, kurz alles, was er in der Welt gesehen, wiederfindet. 100 Jahre wandert er in dem Bauch umher, ohne zu seinem Ende zu gelangen. Und als er schließlich nach Anrufung des Gottes selber mit der Kraft des Windes aus dessen Munde fährt, sieht er ihn wieder auf dem Zweig des Feigenbaumes sitzen, in gelben Kleidern und mit den Zeichen seiner Gottheit angetan. Dieser verinwendigte Kosmos, der in dem Bauche eines Götterkindes wie in einem Ei geborgen und von den Ästen eines Baumes, der dem Meer entwächst, getragen ist, stellt in dem Riesenmaßstab indischer Schöpfungssagen das paradiesische Hochbild eines Weltbaums dar, das Bosch zu einem infernalischen Zerrbild travestierte. Zugleich wirft dieses indische Mythologem auf unser Triptychon als Ganzes aufschlussreiches Licht. Stellt doch der Weltball seiner Außenflügel, welcher die Himmels-, Erd- und Unterwelt umschließt, auch einen solchen inwendigen Kosmos dar, der sich bei Öffnung des Altars zu einem so unübersehbaren Gestaltenkreis entfaltet, dass man, gleich jenem Einsiedler der indischen Sage, diesen innerlichen Schöpfungsschoß wohl 100 Jahre lang durchwandern könnte, ohne die Wunder seiner Paradieses-, Erd- und Höllenwelt endgültig auszuschöpfen. Der Weltbaum ist zermorscht, das Weltei faul geworden und geborsten, das Weltmeer zugefroren und das Schiff der Zeit hängt abgetakelt in dem Eis. Der Dämon, dessen Glieder diese abgestorbenen Elemente bilden, steht als Verkörperung des seelischen Todes in der Höllennacht, denn, scheinbar ohne Aussicht auf ein besseres Los, bleibt ihm nichts als die Rückschau auf das Abgelebte, und er verzerrt sich in der Wiederholung des Gewesenen, wie er selbst nur ein Ausbund der Verwesung ist. Auch in der Schenke seines Bauchs herrscht Aschermittwochsstimmung, in der die trübselige letzte Neige rinnt, wenn auch ein später Gast sich sehr beeilt, noch in den Nobiskrug hineinzukommen, indes sein nackter Kamerad am Fuß der Leiter noch ein Abenteuer mit einer Motte abzuwickeln hat. Diese chimärische Begegnung zwischen dem verlorenen Menschen und dem mit farbigem Staub geschminkten, zudringlichen Nachtschmetterling führt aus der grellen Höllenschrecknis zu der Schwelle einer herzlähmend düsteren und tiefen Traurigkeit. Was sind die Eigenschaften jenes bösen Wesens? Welche besonderen Versündigungen stürzten den Unhold in den seelischen Tod? Auf solche Fragen gibt der Dämon keine Antwort. Bei seinem aufgebrochenen Leib sieht man wohl, wie es innen in ihm aussieht, aber das Wesentliche, die Bezeichnung seiner Sünde, bleibt verhehlt. Jedoch auf dieser aussichtslosen Frage nach dem Namen beruht gerade die Verfänglichkeit, mit der sich dieses Ungeheuer in das Bewusstsein des Beschauers gräbt. Rechts eine mächtige Laterne, die wohl soeben aufgesprungen scheint, doch statt ein Licht auf den erfragten Sinnzusammenhang zu werfen, nur die Gefängniszelle armer Seelen ist. Dabei führt uns der Maler dringlichst zu Gemüte, es komme angesichts des furchtbaren Gespenstes alles darauf an, von unseren Erkenntnisfähigkeiten richtigen Gebrauch zu machen. Aufgrund des immer wiederkehrenden Evangelistenwortes
Wer Ohren hat zu hören, der höre. Stellte er über das Phantom zwei große, wächsern gelbe Ohren, die aber nicht mehr zum Gehöre taugen, da sie von einem Messer jäh entzweigeschnitten sind. Warnendes Strafzeichen für alle, die da Ohren haben und nicht hören wollen. Gleichzeitig ist das Ohrenpaar von einem Pfeil durchbohrt, ein noch an anderen Stellen des Gemäldes eingesetztes Strafmittel des Rachegottes des Alten Testamentes. Dieses zerschnittene und durchpfeilte Ohr soll dem Beschauer zum Bewusstsein bringen, dass nur die Einsicht in die nachfolgende Strafe dem Menschen zur Besonnenheit verhilft. Ein Leitsatz, den ein kapitales Schriftwort dahin formuliert: Das Ohr, das da höret die Strafe des Lebens, wird unter den Weisen wohnen. Der Jüngerschaft des freien Geistes erschien solch eine künstlich angefachte Höllenangst als desto sträflicherer Missbrauch, als sie selbst über die Hölle eine viel humanere, um nicht geradewegs zu sagen, aufgeklärte Meinung hatte. Nichts ist bezeichnender, als dass sich schon der zweite, das heißt zweitschwerste Klagepunkt des Kammeriker Protokolls, der erste galt der Selbstvergötzung Cantors zum Salvator hominum, mit seiner ketzerischen Auffassung des Teufels und der Höllenstrafen auseinandersetzt. Ingleichen sagt er, dass der Teufel schließlich erlöst wird, dann aber nicht mehr der Teufel, sondern als hoffärtigster Luzifer der Allerdemütigste sein wird und dass schließlich alle Menschen erlöst werden. Der freie Geist hat die Person des Teufels und den Ort der Hölle, spiritualiter, nun corporaliter, das heißt als sittliches Prinzip verstanden, was ein Bericht Cäsarius von Heisterbachs mit primitiver Schlagkraft illustriert, wenn er die Freigeister behaupten lässt: Wer die Erkenntnis Gottes, wie sie selbst besitze, habe das Paradies in seiner eigenen Brust. Wer aber eine Todsünde auf dem Gewissen habe, in dessen Munde sei die Hölle wie ein faul gewordener Zahn. So werden Paradies und Hölle als allgegenwärtige Wirklichkeit ins Innere jedes Einzelnen verlegt und als lebendige Bewusstseinszustände empfunden. Sonst handelt es sich um die reine Männerhölle. Die Weltlandschaft des Hintergrundes untersteht Vulkan und Mars, also den durchaus männischen Gewerken des Technikers und Militärs. Auch ist die Musikantenhölle ohne Frauen, da diese in den mittelalterlichen Kirchenchören keine Stimmen hatten. Die Spielerhölle kennt die Frau nur in Gestalt der Dirne. Diese Gewinnsüchtige opferte sich der Weltsucht. Ihre Nachbarin, die erblüsterne Hospitantin Gottes, weihte sich der Weltflucht und beide gaben dafür ihre weibliche Bestimmung preis. Steht doch der feilen Unfruchtbarkeit der Dirne in dem Zerrbild Boschs die scheinheilige Unfruchtbarkeit der Nonne gegenüber. In dieser lieblosen Entfremdung sehen wir nur eine Frau, welche die Liebe in dem frommen Sinn der reinen, allen Bedürftigen dienenden Barmherzigkeit erfüllt. Diese Vertreterin der Caritas ist die Begine in dem Herz der Leier. Mit blanken Augen schweift sie suchend und rufend durch die Nacht. Das einzige Augenpaar des Bildes, das glaubend, liebend, hoffend in die Höhe blickt. Doch wird ihr Zümbel in dem Höllenlärm von einem Ohr vernommen? Bosch hat in das zurückgewendete Gesicht des Ungeheuers eine Erinnerung gezeichnet, die sich gleich einem Rettungsanker in die Hölle senkt. Das einzige Ohr, das im Tumult der Tiefe den Klang des heiligen Zymbalum vernimmt, das einzige Auge, das sich vom emporstrebenden Blick der frommen Schwester, wenn auch nicht getroffen, so doch von fernher angezogen fühlt, gehört dem Dämon, und ein Magnetstrom der allliebenden Barmherzigkeit flutet im Austausch dieser beiden Blicke durch die Höllennacht. Es kommt gemäß der Lehre von der Wiederbringung aller einst der Tag, wo jedem Sünder, selbst dem Luzifer, Erlösung wird und die bisher getrennten Pole des Gottesreiches und der Hölle zusammenrücken in die Mitte einer Ewigkeit, die nur von der Liebe und dem Wohlgefallen aller geeinten Gotteskinder lebt. Machtwille
Habgier und Genusssucht hießen die Provinzen, die Bosch auf seiner Reise durch die Unterwelt durchmessen hat. In umfassender Überschau schließen sie sich zu einem einheitlichen Reich zusammen, dessen dämonischer Regent die Selbstsucht ist. Nach solchem Umweg erst vermögen wir mit einem letzten Blick auf das Gemälde, dem ungeheuerlichen Rumpelstilz in dessen Mitte seinen so lang geheim gehaltenen Namen abzulisten. Er lautet Ego, E-G-O. Drei Buchstaben, nicht minder und nicht mehr. Doch alle weltzerstörerischen Eigenschaften sind in dem großgeschriebenen Ich enthalten. Das Zeitalter des Heiligen Geistes ist angebrochen, das am Evangelium Aeternum Fleisch und Blut geworden, in unzähligen Erweckten, die schon auf Erden einen paradiesischen Urstand feiern. Der in der Morgenröte schlank emporgestiegene Garten Eden mit dem ersten Menschenpaar entfaltet sich zur Mittagshöhe einer überwältigenden Sonnenkraft, die allen Gegenständen eine satte Fülle und tiefleuchtende Farbigkeit verleiht. In einem tropisch wundersamen Flor ins riesige Gediener Erdfrüchte und Gewächse flirrt die Buntscheckigkeit gigantischer Vögel, seltsamer Glasgehäuse und botanischer Architekturen, vor deren Farbschmelz das Inkarnat der menschlichen Gestalten in seiner blütenhaften Helligkeit durchsichtig und gewichtlos wie ein Schwarm von weißen Faltern schwebt. Darüber kreist ein triumphales Karussell einheimischer und fremdländischer Tiere, auf denen eine übermütige Mannschaft einen jungen Brunnen umreitet. Dann dehnt sich zwischen braunen Wäldchen dieser Wiesengrund zu einem Wasserspiegel, aus dem, halb Weltkugel, halb glitzernde Fiole, ein Ableger des Lebensbrunnens ragt. Vier Felsgebilde üppigster Monstrosität umfestigen die Gartentiefe, die bis zum fernsten Winkel von den Lustbarkeiten menschlicher Gruppen oder Einzelpaare überquillt, wie auch der Luftraum noch von abenteuerlichen Flugwesen bevölkert ist. Vor diesem überschwänglich reichen Panorama fragen wir zunächst, von wo aus und in welcher Richtung wir die Tafel abzulesen haben. Denn auf den ersten Blick verwirrt uns dieses vielerlei geruhsam beieinander weilender oder im Übereifer durcheinander rudelnder Figuren umso mehr, als ihre Tätigkeit dem gleichen einerlei verwunderlicher Liebeskulte gilt. Die Anhänger des freien Geistes pflegten ihr gottesdienstliches Gemeinschaftsleben Paradies zu nennen und dieses Wort als Höchstbegriff der Liebe zu verstehen. Im Sinne solchen Sprachgebrauchs ist auch das Paradies der Mitteltafel aufzufassen. Es handelt sich um eine idealisierte Wirklichkeit, um ein in den Geheimniszustand des Symbols erhobenes Heute. Es ist der gleiche Wiesenplan, der sich in seinen Wald- und Hügelsäumen in die Haupttafel erstreckt, nur dass sich jetzt die Landschaftsformen als saftvoller und strotzender erweisen, als ob ein unbeschreiblich tiefes Reif- und Reiferwerden sie ergriffen habe. Ein mächtiger Eulenvogel plustert sich mit zornigen Augen über einem Pärchen, das in ein Gerank verstrickt und mit dem Rumpf in eine Knospe eingeschlossen, mit allen Kräften auseinanderstrebt. Der eine Partner will nach links, der andere nach rechts das Weite suchen, doch da sie keinen Boden finden, strampeln sie sich in fruchtloser Bemühung ab. Der Knospenzustand ihrer Haft bezeugt, dass dieses Paar noch nicht zur Liebe reifte. Die Eule aber, die das Wissen um den Tod vertritt, lässt uns den Grund erraten, der diese jungen Menschen auseinandertreibt. Sie weigern sich, dem Tod das Opfer ihrer eigenen Fortpflanzung zu bringen, da ihnen ein dem Untergang verfallenes Leben sinnlos scheint. Ein anderes Übergangsmotiv ist die Klausur, in der ein ganzes Rudel schüchtern und furchtsam um sich blickender Novizen hinter dem erdbeerfarbenen Tor gehalten wird. Sie drängen sich in einem höhlenartigen Verlies zusammen, das aus Bruchsteinen aufgemauert, mit Grasnarben belegt und rings von grünendem Gebüsch umkleidet ist.
Drei Vorgeschrittene erhielten schon die Zulassung zu einer überm Tor platzierten Aussichtswarte, wo sie im Innern einer glasgeschirmten, also noch vorsorglich umhegenden Erdbeere geborgen, einen ersten Blick in die bevorstehende Herrlichkeit des Paradieses werfen dürfen. Darunter tritt ein bereits losgesprochenes Pärchen seinen Einzug in das neue Leben an. Die Braut schleppt einen Prachtkarpfen einher, ein rogenschweres Unterpfand des Ehesegens. Der Meister, der sie bisher unterwiesen hatte, ein Mann mit hagerem, ältlichem Gesicht und nüchtern ernsten Zügen, erhebt zum letzten Mal den Zeigefinger, als er im Tor von ihnen Abschied nimmt. Insoweit also dürften wir die Hölle oder in erweiterter Bedeutung das noch unerweckte, doch für den Heilsgedanken nicht verschlossene Leben als den Ausgangspunkt des Mittelbilds bezeichnen. Wenn man das Bild von rechts nach links durchquert, stößt man zunächst auf Liebesleute, deren ganze Seligkeit darin besteht, ins riesenhafte, übersteigerte Verkörperungen der Erdfruchtbarkeit andächtig zu verehren. So neigen sie sich über aufquellende Blüten, naschen an Erdbeeren und süßen Dolden, tragen gewaltige Brombeeren auf ihren Schultern oder versuchen, sich durch das Gewölbe eines Kürbisses hindurchzuzwängen. Sie üben diesen seltsamen Naturkult aufmerksam und sorglich aus und sind dabei von solcher Scheu erfüllt, dass ihre Zärtlichkeit den Bräuten gegenüber sich auf ein schüchternes Berühren ihrer Schultern, ein sachtes Streicheln und versonnenes Anschauen beschränkt. Diese behutsame Zurückhaltung lockert sich zu desto zudringlicheren Werbungen, je mehr wir uns dem linken Rahmen nähern. Rein topografisch drückt sich dieser Gegensatz schon darin aus, dass links das Festland in ein sumpfiges Gewässer übergeht. Wir treten damit in das Kraftfeld jenes Urgewässers, aus dem im Garten Eden die Tierwelt an das Licht gestiegen war, zugleich jedoch auch in den Strahlungskreis des Lebensbrunnens, dessen Fundament wir mit Kristallröhren bespickt, dazu von einem Perlgries übersät befanden. Denn blicken wir auf jenen sumpfigen Wasserspiegel, so finden wir dort gleichfalls Perlen ausgestreut. Sie haben einen tiefen Sinn, der sich aus jener Perlmuschel erschließen lässt, die, einem Liebespaar als Kammer dienend, von einem älteren Mann dem Wasser zugetragen wird. In dieser Muschel wird ein Beischlaf ausgeübt, als dessen Sinnbild wir drei blanke Perlen an ihrem Rande angeordnet finden. Sie stellen also eine Kristallisation des schöpferischen Samens dar. Je näher wir dem Garten Eden kommen, desto eindringlicher durchwirkt das hohe Segenswort der Einswerdung in einem Fleisch die dort zur Schau gestellten Bildgedanken. Von Eden her kommt schließlich auch die Prozession der großen Vögel in das Paradies gezogen, in der wir links beginnend die Wildente, den Eisvogel, die Gans, den Wiedehopf, zwei Spechte und den anführenden Kirschkernbeißer unterscheiden können. Ihre gigantische Vergrößerung erhebt sie zu Gewalten oder Mächten, wozu sie ihre Abkunft aus dem reinen Ei, der urheiligen Schöpfungszelle und die Beschwingung ihrer Flügelkraft berechtigt, die selbst die menschliche Bewegungsfreiheit übertrifft. So werden sie recht eigentlich zu Lebensträgern, in denen das Mysterium des Schöpfungswillens sich auf das Sinnfälligste offenbart. Durch diesen Festzug wird zugleich die volkstümliche Vorstellung der Vogelhochzeit in das Bild getragen. So bahnt sich denn das Hochzeitmachen sogleich in einem Liebespärchen an. Es sieht so aus, als ob die Schonzeit abgelaufen, die Wildbahn sinnlicher Entfesselung eröffnet sei. Doch darf nicht übersehen werden, dass der Knabe trotz seiner zudringlichen Werbung einem sittlichen Appell gehorcht. Als werde er von draußen angerufen, dreht er seinen Kopf nach vorn und blickt geradewegs auf den Beschauer. Eine moralisch höchst bedeutsame Gebärde, denn der Beschauer ist der Stellvertreter der ehemals vor ihrer Lehrtafel versammelten Freigeistgemeinde, wie das Gesicht des Knaben, dessen offenes Gewissen ist. Ein scheinbar libertines Bildmotiv verwandelt sich demnach geradewegs zu einer Stimmgabel für das freigeistige Moralbewusstsein.